Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us. Ja, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob wir weitergehen sollen. Wobei mir jetzt, als ich gespeichert hatte, noch ein anderer Gedanke gekommen ist. Wir haben ja jetzt dieses Rezept bekommen. Ich weiß nicht, ob wir, da können wir nur eins von machen, glaube ich, ne? Ja. Ob wir eventuell dieses Zeug, dieses Explosive da, was wir dafür haben müssen, ob wir das hier irgendwo finden. Weil wir konnten ja vorher, streng genommen, die Sachen nicht aufheben. Aber wahrscheinlich konnten wir die nicht aufheben, weil wir das Rezept nicht hatten, oder? Ich bin mir nicht so sicher. Deswegen gehe ich jetzt hier nochmal kurz. Ah! Hat mich mein Näschen dann doch nicht getrübt. Ja, sehr geil. Das ist das Gleiche, ne? Dann würde ich sagen. Machen wir hier. Jetzt haben wir natürlich die Scheren damit auf. Wieso haben wir jetzt. Ach nee, wir haben das linke, glaube ich, bekommen, oder? Wir haben das hier bekommen. Alkohol und Lumpen. Lumpen waren das. Ja, das waren Lumpen. Ach, das ist ja. Oh, nein. Nimm das jetzt hier nicht in die Hand, ja? Das kann ich aber oben. Das hat jetzt automatisch beim Schnellzugriff gemacht. Okay. Gut. Das heißt, jetzt können wir auch wieder Scheren nehmen. Wir können ja auch nichts mehr machen, ne? Das ist voll, das ist voll. Und dafür brauche ich halt diese Sprengmunition. Eben nochmal schauen. Ich habe mir gedacht, das kann doch nicht sein, dass die da so viel Kram hinlegen. Und letztendlich kann man das alles nicht gebrauchen, weil man so clever war wie ich und einfach immer wegrennen vor den Zombies und die anderen die Arbeit machen lässt. ja, gut, das können wir nicht immer so machen. Ich weiß, aber. Naja, gut, wenigstens haben wir zwei von den Dingern. Das ist ja besser als nichts. Von da sind wir gekommen. Dann müssen wir darum weitergehen. Oben oder unten? Er will nach oben. Schau ich hier mal kurz. Ich vertraue dem Bill nämlich nicht. Moment, tauschen. Ach, da ist ein Brett. Ja, aber ein Brett. Weiß ich nicht, ob ich das schon mal. Nee, in der Hand hatte ich es, glaube ich, nicht. Aber herstellen können wir das wahrscheinlich auch nicht. Deswegen. Ja, Elli, wenn du dich immer in den Weg stellst, dann musst du auch Sorge tragen, dass du dann auch wieder weggehst, ne? Ich hoffe, der nimmt automatisch die Pistole gleich. Okay. Ich denke mal, hier oben werden sie wohl nichts mehr hinlegen, weil wir schon so viel bekommen haben. Ach, wir sind in der Kirche. Ja, stimmt. Er möchte hier hin. Können wir denn noch nach oben? Nein, können wir natürlich nicht. Okay, dann folgen wir ihm einfach mal. Wow. Schön hast du es hier. Nö. Tja, wenn du was zu beichten hast, Kassettenrekorder. bist du hier genau richtig. Mach doch den Kassettenrekorder mal an. Mal gucken, wie die Klicker darauf reagieren. Okay. Warum stellst du dich jetzt so doof in die Ecke? Okay. Zeit zu packen. Okay. Dann gehe ich aber noch mal kurz nebenan gucken, ja? Das ist nicht der Beichtstuhl, sondern mein Zimmer. Okay, ich werde nichts anfassen, aber. Aber nur mal einfach alles durchlesen, was du so an Notizen hast. Eine Gruppe Runner hat die meisten Bomben im Süden der Stadt ausgelöst. Zeit, neue zu platzieren. Nicht vergessen, alle Bomben auf der Karte markieren. Könnte von Vorteil sein, ja. Ich werde nichts anfassen. Oh, noch ein Sprengsatz. Noch ein Sprengsatz. Sehr schön. Nein, doch nicht. Was hat der denn da gerade genommen? War das kein Sprengsatz? Das ist aber jetzt gemein. Das sah aus wie ein Sprengsatz. Könnt mich doch hier nicht so veräppeln. So. Da. Wasser. Wasser ist voll. Nee, das waren, glaube ich, für die Medikamente oder sowas. Aber ich meine, da steht Wasser dran. So, Joel, ich bin bereit. Du auch? Ellie, komm schon. Dort, da ist die Schule. Okay. Bereit? Werden wir sehen. Nö. Aber lass uns einfach mal runtergehen. Okay. Das sieht mir hier so nach Friedhof aus. Denke ja auch immer, dass es irgendwo noch Firefly-Anhänger geben müsste, aber ich weiß auch nicht, was jetzt mit denen war. Ich habe das, glaube ich, irgendwo mal in den Einstellungen oder so gelesen. Ah,
Na komm, du musst dir das nicht noch angucken. Ist da nicht. Wenn du meinst. Ist doch nicht was. Beeilen wir uns. Okay. Hinter dem Tor kenne ich mich überhaupt nicht aus. Kein Thema. Mhm. Das ist kein gutes Zeichen, wenn ihr... ja. Seid ruhig. Wo ist mein Bogen? Achso, Moment. Ah, jetzt haut der natürlich ab. Hier war doch noch ein anderer. Aber der ist nicht getriggert worden, ne? Das ist genau das, was ich gehofft hatte. Frage ist, kommt der jetzt zu mir nach vorne oder... Also da müssen wir offensichtlich rum. Moment, ich würde gerne mal hier kurz gucken. Geh doch mal weg hier. Aber hier kommen wir auch nicht durch, nehme ich mal an, ne? Ja, okay. Nee, ich wollte nur mal eben sicher sein, dass wir da nicht weiterkommen. Oder nichts mehr holen können. Ach, jetzt ist er auf der linken Seite. Gerade sagen, wenn er nicht so zappeln würde, wäre das alles viel geiler. Okay. Oh, ich höre sie schon. Ist das euer Ernst? Ist das euer Ernst? Ach, da ist der Eingang, okay. Hinten ist doch gerade irgendwas... Oder war das ein Blatt? Irgendwas runtergelaufen, hatte ich das Gefühl. Der geht jetzt dahin, oder? Ja, komm noch ein Stückchen weiter. Nee, natürlich muss er dann zurückgehen. Das war ja klar. Der ist dahinter. Aber der hier vorne müsste eigentlich gleich kommen, oder? Oh, okay. Also die mag ich so gar nicht, bin ich ganz ehrlich. Der ist jetzt so blöd dahinter. Kommt der ja auch ein Stück nach vorne? Ich glaube nicht, ne? Oh. Ich doch. Okay, waren das jetzt hier alle in dem Bereich? Sieht so aus. Schnappen wir uns... Oh ne, die haben wir wieder voll. Aber schnappen wir uns zumindest die Pfeile schon mal. Ich glaube, es ist wirklich so, wie ich gesagt habe. Ach, der ist jetzt ganz blöd. Nee, doch, da ist ein Pfeil. Dass wenn man die wirklich mit One-Hitted quasi mit dem Bogen, also mit einem Schuss trifft, dass man die Pfeile dann zurückholen kann. Oh, zwei Stück schon wieder. Oh, fuck. Okay. Wo geht der andere hin? Na? Ich glaube, das war's. Wir
Wir sind noch nicht sicher. Nee, nee, sicher sind wir nicht. Das ist richtig. Kann ich hier noch was untersuchen? Ist hier vielleicht noch irgendwo was? Ihn hatte ich eben untersucht, ne? Da habe ich... Ah ja, das war das mit dem Päckchen auch. Okay. Ach, hier ist noch eine Flasche. Okay. Also theoretisch, denke ich mir mal, könnte man auch hier durchschleichen, indem man die einfach ablenkt und so auf die andere Seite quasi zuhaut. Also nicht zuhaut, sondern, ne? Auf die andere Seite was wirft. Die habe ich jetzt mit zwei Pfeilen gemacht, ne? Mist, jetzt ist der Pfeil hier. Oh, scheiße. Habe ich wieder keine Pfeile mehr. Aber waren die echt gut? Also wenn man gut trifft, muss man dazu sagen. Oh, da ist nochmal so ein Kraut. Was aber kein Kraut ist, sozusagen, sondern was Dings ist. Hier kann man auch nichts angucken. Moment. Oder so. Ne? Ich habe einen Schlüssel. Das ist gut. Wir sollten sehr leise sein. Hier ist auch nirgendwo ein Pfeil noch. Ne, Moment, dem habe ich, glaube ich, rausgenommen. Ne? Oh Gott. Das ist nochmal ein Backstein. Habe ich noch einen Backstein? Ich habe noch einen Backstein, ja. Nein, 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 nein. Nicht die. Ich wollte nur nachgucken. Entschuldigung. Dort rechts. Was? Ganz ruhig. Boah, Alter. Echt jetzt? Links scheint nichts zu sein. Joel, können wir beide das machen? Ich schleiche mich ran und kill den und du schleichst dich auch ran. Ja, ist das möglich? Oder hinten ist doch noch einer. Wieso konnte ich die nicht sehen? Komm mit. Lass mich das nicht alleine machen. Okay, das ist voll. Jetzt hier irgendwas von der Seite kommt, ne? Du hast vorhin nicht übertrieben, oder? Und ich habe noch gesagt, wenn irgendwas von der Seite kommt... Oh, fuck. Oh, fuck. Kommen die hier raus? Der kam gerade so komisch. Ich bin mir nicht sicher, ob die mich hören, wenn ich hier schneller dran vorbei... Oh Gott, drei Klicker oder was? Leute. Ich mache das jetzt nur, weil ich mir nicht, wirklich nicht sicher bin, ob der mich sonst hört, der andere, ne? Oh, der ist direkt neben mir. Alter. Ich habe nur noch einen Schuss. Ich habe nur noch einen Schuss. Kann das sein, dass ich den überhaupt gar nicht sehe? Den linken? Ah, jetzt sehe ich ihn. Ich würde mich da vorne nicht verstecken. Frage ist, sind das andere auch Licker? Licker. Jetzt fange ich schon so an wie bei Resident Evil. Sind das andere auch Klicker? So. Oder also oben das ist ein normaler Zombie. Ich kann da auch nicht hoch, ne? Sonst hätte ich jetzt gesagt, ich schleich mich da hoch. Der ist jetzt allerdings... gefährlich nah gerade. Das Problem ist halt, oben sind zwei. Okay, hier kann ich nichts machen. Oh, geh mir doch mal aus dem Weg, Mann. Wir versuchen es mal von unten. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht oder... Pff. Eins. Oh,
Aber da hinten ist noch ein zweiter gewesen. Das Problem ist, hier sehe ich natürlich wieder nichts. Und irgendwie hört... Ach so, da kommt man gar nicht... Doch, da kommt man doch rein. Da ist einer drin, so wie es aussieht. Ich weiß nicht, ob der uns sieht, wenn wir hier unten dran sind. Ich hoffe nicht. Nimm du ihn doch. Du stehst doch schon direkt da dran. Aber ohne Schießen, bitte. Also, der läuft da hoch. Ist bestimmt ein Klicker oder sowas da drin. Würde mich nicht wundern. Den Pfeil könnte ich auch noch mitnehmen. Ah, komm, du drehst dich doch bestimmt jetzt um. Ich wusste es. Na, komm, 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 komm. Schneller, Joel. Okay, da hinten läuft noch einer. Hat der Munition oder sowas? Moment, was machst du denn hier? Das ist ein Grill. Ach, da ist nur eine... Okay, ich dachte schon. Der hat anscheinend nichts gehabt. Pistole ist drin. Mit nicht mehr viel Schuss, so wie es aussieht. Oh, Gartenzwerge. Das scheint wirklich nur der eine drin zu sein. Hoffe ich zumindest. Weil sonst bin ich am Arsch. Ich bin da jetzt voll drauf eingestellt, dass nur einer drin ist. Oh, komm. Schneller, 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 schneller. Ich kann zumindest gerade nicht sehen. Doch, Moment. Hinten sehe ich noch. Oh, mal diese Geräusche von denen, ne? Das ist draußen, ne? Was haben wir hier? Nein, 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 ich will nicht tauschen. Oh, zwei Klicker noch auf der anderen Seite. Okay. Ich würde ehrlich gesagt gerne oben noch mal gucken, ob da noch irgendwas ist. Was wir mitnehmen können. Hier unten haben wir auch noch nicht geguckt, ne? Da kann man nichts öffnen. Das ist nur zum Tauschen. Okay, Küche haben wir eben auch noch nicht geguckt, weil wir so schnell reingeschlichen sind. Da haben wir noch was. Das nehmen wir mit. So, wir haben nichts Neues hier, ne? Nee. Schade. Da können wir gar nicht hoch. Ah, okay. Okay, okay. Dann gehen wir aber auf der Seite, würde ich sagen, wieder raus. Ich denke, dass die hinter dieser Absperrung da hinten sind, aber ich bin mir nicht sicher. Von hier aus höre ich sie nicht. Ach ja, hier oben geht es auch noch. Ja, ja, ich sehe sie schon. Ich sehe sie schon. Okay. Das ist auf jeden Fall... Das ist auf jeden Fall ein Klicker. Unten läuft noch einer rum. Das Problem ist jetzt natürlich, ich habe keinen Pfeil mehr. Das heißt, ich muss auf jeden Fall... Oder ich muss eine Nagel...
Bombe machen, aber die ist sehr laut, denke ich mal. Was ist denn jetzt? Das sind zwei. Oh, okay. Okay. Das ist ein Spielplatz. Also nicht direkt. Oh. Nicht direkt ein Spielplatz. Oh, geh mal weg, Ellie. Ich würde die schon gerne von unten erledigen. Zumal das aussah, als ob das Zombies waren. Dann gehen wir mal eben hier die Strecke rum. Nein, du sollst. Genau. Du sollst den anderen nehmen. So. Hinterm Auto läuft was rum. Ich würde zwar gerne hier vorne rein, aber ich weiß nicht, ob das so abgeschottet ist. Ja, okay. Da läuft einer auf der Straße. Der natürlich jetzt ganz zufälligerweise zu uns kommt, aber das ist nicht schlimm. Ja, der sollte aber reinkommen, das wäre besser gewesen. Sieht der uns, wenn wir jetzt die Sachen hier nehmen? Ich habe eigentlich gehofft, dass der jetzt hier rumkommt. Aber offenbar will er das nicht. So, der kommt. Irgendwo kommt er doch hier vorbei. Ja, das ist gut. Komm. Wow. Okay, ich habe jetzt nur den einen gerade gesehen. Ich dachte echt, der hört das jetzt, ne? Aber ich vermute mal, dass da hinten wohl noch mehr kommen werden. Also ich kann ihn bis hinten hören. Normalerweise sollte da keiner sein, aber man weiß es ja nicht, ne? Jetzt müssen wir nur darauf achten, dass der auch hier vorbeiläuft. Da müssen wir gleich auch mal gucken. Wenn ich auch eine Waffe hätte, könnte ich auch ein paar erledigen. Ruhe, Klappe halten. Genau, außerdem sollst du das nicht. Du bist erst 12 oder so, so wie du aussiehst. So. Er geht jetzt hier rein. Da ist nochmal ein Stein, aber wir haben ja einen. Oh, kleines Fitnesscenter hier in der Garage. Oh, Pfeile, sehr geil, sehr, sehr geil. Komm, pack die jetzt ein, los. Auch nochmal andere Teile, sehr schön. Da unten auch noch was? Nee, ne? Ich vertraue dir nicht, Bill. Auch wenn du so tust. Oh, hier ist ja alles drin. Wie wär's damit? Ja, geh doch schon mal vor. Hier lang. Oder auch nicht. Sie ist von drin verriegelt. Wie wäre es denn damit? Was, die Katzentür? Das ist dein Ding. Das ist nicht mein Ding, nee. Sei sehr vorsichtig. Na klar. Vielleicht wäre eine Waffe echt nicht schlecht. Okay, Bill. Ja, aber der Meinung bin ich eigentlich auch. Ich meine, eigentlich ist sie in ihrem Alter noch zu jung dafür, aber... Oh, Scheiße. Was? Sie haben uns nicht gesehen. In Deckung bleiben. Klicker. Heftig.
quetsch dich doch noch mehr vor mich, Ellie. Die Frage ist, wenn ich jetzt links rumgehe, das bringt mir wahrscheinlich nicht viel, ne? Wenn ich da in die Ecke gehe... Ich weiß nicht, wie geräuschempfindlich die sind, doch das ist offen. Okay, wir müssen mal ein bisschen Slow Motion hier machen gerade. Das ist mir ehrlich gesagt sicherer. Ja, ja, der andere chillt so ganz cool daneben, weißt du, so. Alter, alles okay, ich hab nichts mitbekommen. Bring den einfach um. Ganz chillig. So. Zwei sind da. Frage ist, sind das Klicker und sind die drin? Also sind auf jeden Fall drin. Jetzt kriege ich keine Pfeile zurück, ne? Ach, ihr könnt mich doch alle mal. Ey, vier Pfeile verballert, ne? Und einen kriege ich zurück. Das ist doch nicht euer Ernst. Einer steht jetzt da um die Ecke. Frage ist, was ist das für einer? Das ist ein Klicker. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ich habe ein Riesenproblem und zwar, ich stehe jetzt hier oben, das ist die obere Etage von dem Haus, wo wir reingegangen sind und die Klicker auch kaputt gemacht haben. Und ich habe leider zu spät gesehen, dass etwa ja, 2 bis 5 Minuten, würde ich sagen, nicht aufgenommen wurden, weil es kam kein richtiger Hinweis, das stand nur klein in dem Aufnahmefenster. Nicht jetzt, Dali. Okay. Warum? Du kannst doch gleich mit dir reden. Oh nein, jetzt habe ich das weggeklickt. Na toll, ich wollte euch das jetzt nochmal komplett neu vorlesen und jetzt habe ich es aus Versehen weggeklickt. Ich denke mal, dass das hier gewesen ist. Ja, es war das hier. Also im Endeffekt, wir haben nicht viel gemacht in der Zeit. Ich werde auch gleich vorsichtshalber mal einen Cut machen, weil ich das Problem hatte, dass die Festplatte voll war. Allerdings auch nur deswegen, weil ich nicht damit gerechnet hatte oder nicht daran gedacht hatte, dass OBS, mit dem ich ja jetzt aushilfsweise aufnehme, dummerweise auf C speichert und nicht auf D, wo ich halt den Platz frei habe und auch immer gucke, dass ich genügend Speicher frei habe. Ja, und dann habe ich halt vorher geguckt, habe ich noch genug Platz auf D? Okay, habe ich, super. Und der hat es auf C gespeichert und hat mir ja keinen Ton, kein gar nichts gegeben, sondern nur so ein kleines Fenster, was ich dann durch Zufall mal gesehen habe, als ich mal rüber geguckt habe, weil ich immer mal wieder rüber gucke, nimmt der noch auf oder nicht. Ja, und dann war es das. Wir haben aber nicht viel gemacht. Wir haben unten diesen einen noch abgeschossen mit 2 Pfeilen. Nee, mit einem Pfeil. Das hat aber nicht ganz funktioniert. Und dann habe ich eine Rohrbombe oder wie das heißt, Nagelbombe hinterher geworfen. Die hat richtig viel Sauerei gemacht. Und den zweiten haben wir dann auch mit dieser Nadelbombe, die aber auch sehr laut war, muss ich sagen, haben wir dann auch platt gemacht. So, ich lese euch nochmal den Text vor. 4. Oktober. Jetzt ist es offiziell. Die Schule bleibt bis aufs Weitere geschlossen. Juhu! Also ist dieser Ausbruch doch zu etwas gut. Keine Schule, keine Hausaufgaben. Also mir passt das gut. Also, was soll ich mit der ganzen Freizeit anfangen? Das sind ziemlich viele Alsos, ne? 5. Oktober. Mom und Dad haben gestritten. Irgendwie haben sie gleichzeitig geflüstert und sich gegenseitig angeschrien. Offenbar will Mom weg zu ihrer Schwester. Dad sagt, es sei hier sicher und dass der Ausbruch unsere Stadt nicht erreicht. 6. Oktober. Dad hat mich angebrüllt, weil ich Radio gehört habe. Er sagt, die Nachrichten seien Unsinn. Mom hat ihm zugestimmt und eine tapfere Miene aufgesetzt. Aber ich merke, dass sie Angst hat. Sie haben beide Angst. 7. Oktober. Ich glaube, Dad hat ein schlechtes Gewissen wegen gestern. Gadget hat in meinem Bett geschlafen und Dad hat nichts dazu gesagt. Er kam rein, hat ihn gestreichelt, geseufzt und ist wieder verschwunden. So habe ich ihn noch nie erlebt. 10. Oktober. Letzte Nacht hat Dad Mom getröstet. Tante Karen ist tot. Das habe ich jedenfalls gehört, glaube ich. Beim Frühstück waren alle ganz traurig, als ob nichts passiert wäre.
Ganz ruhig, als ob nichts passiert wäre. Ich habe mitgespielt. 15. Oktober. Officer Jones kam vorbei und hat sich mit Dad unterhalten. Naja, eher geflüstert. So etwas passiert derzeit häufiger. Danach hat Dad uns gesagt, dass wir die Stadt verlassen müssen, in ein neues Heim. Das Militär beschützt uns. Ich darf nur eine Tasche mitnehmen. Mom saß einfach nur da. 16. Oktober. Da, wo wir hingehen, sind keine Haustiere erlaubt. Wir sind mit Gadget an den Stadtrand gefahren. Ich habe ihm sein Halsband abgenommen und ihn laufen lassen. Auf der Rückfahrt sagte Dad ständig, dass es ihm gut gehen werde. Er gehört in die freie Natur. Schon klar. Ja, es ist halt ein Hund, ne? Hunde sind sozusagen Wölfe, die gezähmt worden sind und die gehören einfach nicht in die freie Natur. 17. Oktober. Es ist soweit. Dad sagt, wir wären bald wieder zurück. Ich glaube, er lügt. Ja, und damit haben wir Hinweis? Öffne das Garagentor mit Bill. Ja, ja, das wissen wir doch, wissen wir doch. Ellie, du wolltest mit uns reden. Habe ich da gerade einen Hund gehört? Ich denke nicht. Ja, hier haben wir uns noch mal ein bisschen umgeguckt, haben, glaube ich, auch noch was gefunden. Im Schrank war nichts. Ich zeige euch nur mal kurz die Umgebung. Hier haben wir jede Menge gefunden, was man nicht so alles findet bei Waschmaschinen, ne? Also da waren Schrauben dabei und noch ein paar andere Sachen. Ich weiß nicht, was wir vorher schon hatten, aber wir haben jetzt fast alles wieder auf 3. Also das sieht schon sehr, sehr geil aus. Und ja, ich weiß nicht, warum ich jetzt nicht mehr mit Ellie reden darf. Ich hätte gerne mit ihr gesprochen, aber Ellie möchte offenbar jetzt nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen, weil wir sollen nämlich hier Bill mit dem... Das fand ich übrigens auch sehr schön, mit den Halloween, mit der Halloween-Dekoration. Ich höre doch einen Hund. Also kannst mir erzählen, was du willst. Ich höre hier einen Hund, finde ich. Oder irgendwas anderes. Auf jeden Fall höre ich was. Das hört sich nicht gut an. Ja, also wie gesagt, wir machen vorsichtshalber hier erstmal einen kleinen Cut, damit die Aufnahme nicht nochmal abbricht. Und sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.